Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Crusader Extreme HD. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen. Und ich wage mich wieder an den Unsinn, den Namen dieses Spiel trägt. Oh mein Gott. Die letzte Session war ein Traum. Die war, oh Gott, ich hab mir die ja... Gucken, mussten wir die ja auch mal antun danach. Und oh mein Gott, war die ein Traum. Das war schon, das hatte schon, Oh, ich war aber echt sauer und ich verstehe mich völlig, dass ich so sauer war, muss ich sagen. Also, holla die Waldfee. Was war das denn für eine Scheiße, die da abgegangen ist? Egal, so, wir sind hier. Wir haben es ja jetzt hinbekommen durch große taktische Schlussfolgerungen, durch super Überlegungen und taktisches Geschick eines Meisterstrategens. Indem wir zufällig die richtige Position rausgefunden haben, dessen, was besiegt werden muss. Aber naja. Nein. Ist nicht so, als wäre das hier irgendwie... Eure Befehle? Nur Zufall. Nein, nein, das ist schon Taktik schlechthin. Wir stellen die immer wieder hier oben hin, die werden ja immer weggeholzt, die Bösen. Und dann brauchen wir noch ganz viele Häuser, das wurde gesagt. Ich brauche viel mehr Häuser, ich soll hier Häuser-Spam machen. Wir benötigen Holz. So, das ist, war der Häuser-Spam. Nein, ich nehme das Spiel total ernst. Ich nehme das Spiel total Ernte. Ihr habt nicht genügend Güter. Oh Gott, so, wie sieht's aus? Wir haben noch Eisen, wir haben ein bisschen Geld, erschreckenderweise. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Warum wir Geld haben. Ihr könnt geh doch mal weg, du Frau da. Große Güte. Ja, wir benötigen Holz. Essen haben wir eigentlich unsere echt viel, dafür, dass wir eigentlich lustigerweise kein Brot haben. Haben wir echt viel Essen. Ich glaube, ich sollte mal weitere Bäckereien bauen, aber ey, ich hab Holzmangel. So, Brot. Brot, Brot, Brot. Brot, Brot, Brot. Wir benötigen Holz. Kein Brot. Die beschießen da die. Könnt ihr vielleicht erst die da beschießen, die euch auch bekämpfen können? Ihr Hanswurste? Meine Güte, ihr seid echt nicht die hellsten. Visiere an. Das sind drei Leute, die auf sie schießen. 20 andere. Und die 20 anderen, die sind gefährlich. Die sind wichtig. So. Hier wird fleißig gegraben. Bogenschützen bereit. Gegraben. Ein weiter Weg. Mein Bogen ist euer. Ebenfalls. Machen wir eigentlich, haben wir eigentlich Steuern? Haben wir. Schön, haben wir Beliebtheit und so. Warum haben wir so wenig Bier aus Schank? Ah, dann zu wenig Schinken. Wir benötigen mehr Holz. Ja, ach du. Das übliche Problem. So. Schenken. So, jetzt, was haben wir noch? Wir können mal gucken, was haben wir noch. Haben wir Religion? Haben wir hier Religion? Wir haben keine Religion, wenn ich das richtig sehe, ne? Wir haben keine Religion! Nicht ein Fauxpas. Können wir hier noch Religion hinbauen? Wir haben's ja. Kinder, geht mal weg da. Hier ist kein Platz. Wir könnten das hier hin. Geht auch nicht. Da geht nicht. Kinder, ist da weg? Nee. Ihr könnt das nicht eine dort platzieren, mein Lord. Nehmen wir halt eine kleinere Variante. So, das habt ihr jetzt. Ihr seid schuld, Kinders. So. Haben wir Religion. Dann bauen wir noch eine Apotheke. Ich weiß gar nicht, was die Apotheke bringt. Keine Arbeit, Sire. Kein Zugang zum Bergfried. Ach so, doch. Die dauert nur ein bisschen. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir als letztes uns hier mit Zerstörungskunst betätigt hatten. Ich habe mit Absicht viel von diesem Spiel verdrängt. Ich glaube, wir haben hier beschädigt und jetzt sollten wir in diese Richtung gehen. Wir haben hier hinten aber auch noch... Ich glaube, ich nehme jetzt... Ach, ich nehme jetzt die hier. Weg da. Keine Bogenschützen mehr. Wir werden überfallen. So. Das Lustige ist, während ich das jetzt hier spiele, habt ihr die letzte, die Rage-Session noch gar nicht gesehen. Das heißt, ich kann noch gar nicht darauf eingehen, was ihr dazu gesagt habt. Also, falls ihr da irgendwie... berechtigte Kritik geäußert habt. Ja, das ist schön, aber kann ich noch nicht darauf reagieren. So, hier. Herrscht Spaß mit denen. Ach, das hätte ich beschießen sollen. Komm, hier, guck mal.
Gut. Wenn ich das hier angreifen möchte, ich könnte ja theoretisch hier einfach lang marschieren. Ich werde euch niederstrecken. Ich kann hier auch einfach lang marschieren. Nee, warte, das war schon richtig. Ihr könnt auf uns noch theoretisch dahin laufen. Eine Nachricht vom Marschall. Das wird keine hübsche Schlacht. Also, macht das Beste draus, Männer. Weil die einzigen, die hier irgendwie angreifen können, ist der hier oben. Gut, die da noch ein bisschen, aber... Natürlich doof jetzt hier, dass ich, kann ich den Graben wieder zugraben? Nee. Das ist natürlich jetzt, etwas doof. Genau, die ganze Verteidigung von dem ist offen. Ich kann hier durchlaufen, hier hin, hier rein. Das große Problem ist allerdings, ich habe keine Möglichkeit hier einen echten, wobei doch vielleicht schon, wenn ich euch hier einen Schritt wegnehme und euch hier einen Schritt wegnehme, ihr seid jetzt mal die Eins, so. Und wenn ich euch hier mit rüber schicke, könnte ich nicht... Wir benötigen Steine. Ja, ha. Große Güte. Guck mal. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Was wollte ich? Das wollte ich. Wir bauen hier das Tor hin. Bin zur Stelle. Euch, die sich hier jetzt draufstellen. Bauen schnell sicherheitshalber schon mal den Wall hier neu. Damit ich, wenn ich den jetzt hier gleich, zerlege... Ja. Wenn ich jetzt hingehe und sage, das kommt weg hier vorne. So. Kommen wir mit den Leuten hier raus? Natürlich nicht. Doch, komm ich. Und eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Ein weiter Weg. Eine Nachricht von König Philipp. Welch Mut, welch Tapferkeit. Reitet weiter, meine edlen Ritter, reitet weiter. Hä? Was verpasst? Ach so, weil die jetzt hier oben Spaß haben. Eine Nachricht von König Philipp. Möge die Ehre mit den Tugendhaften sein. Ach, weißt du. Oh, warte mal, hier ist beschädigt. Nein, ich muss reparieren. Es ist wichtig, dass das hier alles repariert ist. Kann ja nicht sein, dass wir hier beschädigte Strukturen haben. Für die Krone. Ihr, der geht mal mit nach da. Ihr geht mal nach da. So. Ihr beschäftigt euch dort hinten. Dort stehen noch ein paar, aber die sind ziemlich wenig. Wo waren wir beschäftigt? Hier hinten, ne? Hier so. Da so. Weg. Da fehlen auf jeden Fall noch weitere Bogenschützen. Wir können doch hier... Wo ist denn... Da ist ein... Wir haben noch Geld. Jetzt langsam. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So. Und wir haben... Wie viel Stein haben wir? 45. Guck mal. Können wir doch einen richtigen Turm hier hinsetzen. Oder? Können wir theoretisch... diese versammeln sich alle da. Warum kann ich ihn da nicht hinbauen? Das ist nur ein Feind. So, wenn ich jetzt nehme diese und die hier hochschicke, ja. Das ist wahre Macht. Ich helfe mal kurz meinen Leuten hier ein bisschen mit. Wartet mal. Hier. Gehen wir? Da. Aber natürlich. Der Erfolg.
können ja mal ein bisschen schneller machen. Wo ist denn hier die Plus-Taste? Nein. Wo ist die Plus-Taste? Da. Was ist da ein Aufgang? Hier ist kein Aufgang. Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Ja, musst du wohl. Ihr mit da hoch. Ihr da hoch. Ihr habt das ja auch gleich weg. Oh, dann können wir da hin. Und wir helfen schon mal meinen Bogen. Meinen Leuten hier ein bisschen. Das kann ja nicht sein, dass hier so viele Leute sind, die unsere Leute wegholzen können. Hallo. Wir wollen mit purer. Das ist auch lustig ein bisschen hier, was hier abgeht. Muss ich ja schon gestehen. So. Die komplette 1 greift jetzt mal diesen Herrn hier oben an. Diesen dort, diesen da. Könnt ihr hochgehen? Guck mal, geht mal hoch. Alle. Alter. Leute. Diese. Hoch. 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 So, der wird jetzt da schön weggeholzt. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Und ja, meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Ja, das ist das größte Problem, was man hat. Wir gehen einfach gleich weiter auf den nächsten. Denn das, was gesagt wurde, dass die Leute einen Plan haben, wie sie bauen müssen, und alles andere ignorieren, genauso ist es. Wenn da irgendetwas stört, dann bauen sie halt nicht. Also anstelle, dass ihr den Turm, da unten das Tor zubaut, hier, lässt er das einfach offen, sodass ich da einfach reinmarschieren kann. Und der steht... er hat erst die Leute dorthin geschickt und hatte dann überlegt, einen Turm zu bauen. Wie geil! Okay, das ist schon, das hat schon, amüsant. Amüsanzfaktor. Hier, hoch da, los. Wir übernehmen den Turm. Hier hoch. Irgendwas machen. Ist ja wurscht. Der hat eh auch tot. Sehr gut. Nein, du hast es mir auch nicht geschenkt, als du. Bitte! So, wie sieht's denn hier aus? Der hat sogar mal eine Struktur, die geschlossen ist. Wenn ich das richtig sehe. Ja, die sterben ist mir egal. Der hat auch eine kleine Struktur, die geschlossen ist. Der ebenfalls. So. Kommt mal zusammen. Zusammen, kommt zusammen, wird zusammen gehört. Ist da. Mein Herr? So, Rücken aus. Hier hoch. Da. Sind auf dem Weg. Ja, ist wurscht. Eht mir doch alle wurscht. Ja. So, das machen wir. Eine Nachricht von Vasir. Meine Krieger haben mich im Stich gelassen. Zwei mit dahin. So. Bin zur Stelle. Ihr hier. In Eine Nachricht von König Philipp. Wir sind besiegt. Nur wie? Ich bin von Ehren umgeben. Da kommen noch ein paar Reiter angereitet. Ich überlege, ob ich den als nächstes angreife. Ich glaube, das mache ich. Hier, eins, zwei, hier rüber. Dann schießen wir uns einfach hier ein Loch in die Verteidigung. Und fertig. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Doch, müssen wir. Weil er hat gut gebaut. Mit dem Wassergraben. Bogenschützen bereit. Ja, die Bogenschützen haben natürlich gegen die Briten. Die sind gepanzert. Und das merkt man auch. So. Ansonsten können wir natürlich... Oh Gott, haben wir viel Essen. Lebensmittelvorräte wachsen. Oh, oh, oh. So. Nein, das wollte ich gar nicht. Was sagt die Beliebtheit? Plus 11, 4, bumm. Nur noch plus 3. Das ist wahre Macht. Ja, das ist wahre Macht. Das und nichts anderes. Gut, und jetzt würde ich sagen, hier...
Es werden Rekruten benötigt sein. Auch mehr Rekruten. Das Problem ist ja, es gibt ja irgendwann den Punkt, wo eine auch mehr Häuser nicht mehr Leute bringen. Verlust. Das kennen wir ja. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Womit kann ich dienen? Damit hin, das ist mein Wunsch. Gut, rennt ihr halt dahin und sterbt. Ist okay. Macht das ruhig. Wir benötigen Gold. Nein, ich habe kein Gold mehr. Oh mein Gott. Ja gut, ich kriege jetzt ja gerade erst hier die erhöhten Steuereinnahmen. Das dauert ja alles natürlich ein bisschen, bis die auch wirklich durchdringen. Und ihr seht das, ich komme nicht auf die mehr. Es werden Rekruten benötigt sein. Wer schießt hier? Wer hat euch erlaubt, hier zu schießen, ha? Wer hat euch das erlaubt? Weg. Ach, wie viel haben wir davon? 77, das ist ja noch nicht viel. Wir benötigen Gold. Ja, ihr könnt bitte auf uns zählen. Ihr mit hier hin, so. Und dann haben wir ihn noch. Noch Bogenschützen. Zum Oben. Ihr seid die. Drei. Hier seid die 1. So! Die 1 geht mal hier hin. Die 3, die 2 geht mal dahin. Ich kann sogar da hochreiten schon, wenn ich das möchte. Wir machen uns hier ein Loch rein. Machen die da oben mal ganz kurz weg. Die nerven nämlich. Meine ganzen Reiter werden alle weggeholzt von den Schwertkämpfern, die da gerade zufällig dran vorbeilaufen. Geil. Müssen mutig sein. Ach nee, doch nicht. Nicht zögern. Müssen die 1. Standhaft sein. Dahin, gib mal. Hier. Nennt euren. Eine Nachricht von König Philipp. Unsere ach, ihr Pläne könnt da gar nicht. Ja, denn hier, los. Dann was kann ein König jetzt nur tun? Machen wir halt so. Hier, dann kommen die Bogenschützen mal ganz kurz weg, die stören. Wenn ich kann mit den Speerkämpfern kann ich nicht die. Alter, hört mal auf hier zu graben. Große Güte, kommt los. Angriff hier, was geht? Wieso grabt ihr denn jetzt den ganzen Berg zu? Meine Güte, kommt doch mal klar in eurer Welt. Ah! Läuft alles schief. Ah, die KI ist ein Traum. Eine Nachricht von König Philipp. Ah, schön. So. Wie viel haben wir noch? 145. Ja, hier, guck mal. Ich weiß nicht. Da. Eine Nachricht von Emir. Nein. Ihr greift meine Burg an. Ihr greift mich an. Langsam fühle ich mich. Wieso kann ich den nicht kontrollieren? Was habt ihr denn für ein Problem, Leute? Und weiter. Ja, genau, weil ich jetzt mal 5 Sekunden beschäftigt war mit dem Kontrollieren meiner Leute. Könnt ihr da hoch? Ein leichtes. Den Turm könnt ihr angreifen. Ach so, okay. Den Turm könnt ihr angreifen, aber die Mauern nicht, oder was? Doch, die Mauern auch. Nein, dann war das Problem, dass da irgendwo einer rumlief, der nicht angreifen konnte. Und deswegen, allzeit bereit, Tür. Womit kann ich dienen? Deswegen konnte er da nicht hinlaufen. Konnten die anderen auch nicht, weil die KI sagt ja, wenn einer nicht darf, dann darf keiner. Das ist die nächste Stufe von Kommunismus. Ja, ihr könnt auf uns zählen. Sehr wohl, und mein Herr. Irgendjemand hatte gesagt, je mehr Leute ich habe, desto mehr Leute spawnen hier. Also mehr Leute ich theoretisch haben kann, desto mehr spawnen hier auch. Und du hast scheinbar recht. Was ich echt skurril finde und gut zu wissen, also das ist einfach eine gute Information für die nächsten Missionen, falls ich mal nochmal solche Spawn-Camps habe, einfach mehr von, bitte? So. Wohin gehen wir? Ihr seid die 2, ihr seid die 1, so. 1 dahin, 2 dahin, so. Das go. Ist wahre Macht. Ja, weißt du, was wahre Macht ist? Wenn ich das mach. Bravo,
So. Aber garantiert ist das wieder so eins der Camps, die er gleich wieder aufbauen kann. Ich bin nicht auf 50 Stufe, ich bin auf 50 Stufe. Hier, ich bin noch nicht so. Weg. Dinge stehen nicht gerade zum Besten. Habe ich recht? Aber machen wir uns nicht zu viele Gedanken. Rücken aus! Okay, hier können nicht hoch, ne? Das ist keine Struktur. Da gibt es keine Strukturen mehr zum Hochlaufen. Warum verschwindet ihr nicht einfach? Eine Nachricht vom Sheriff. Oh, schon wieder kein Geld mehr da. Holt mir den Steuereintreiber. Guck mal hier. Das meine ich, da könnte jetzt irgendeiner rennt hier wieder rum und lässt sich nicht kontrollieren. Irgendwo ist jetzt einer, der an einer Position ist, da die hier nicht erreichbar steht. Und deswegen. Ich helfe euch mal ein bisschen. Hier, so. Eine Nachricht vom Sheriff. Hey, das ist meine Burg, die er da zerstört. Verschwindet! Ich glaube, das ist das Problem, dass da einer rumläuft, der irgendwie in seiner Wand steht oder irgendwie sowas und deswegen in seiner verschlossenen Mauer, also Tor, und deswegen ja nicht raus kann. Und deswegen glaubt die ganze Gruppe, sie könne dort nicht hin. Könnt ihr alle angreifen? Ich meine, das hatten wir schon mal. Ich finde, eine Duellsituation ist sehr, sehr ehrenhaft, aber in diesem Fall unnütz. Leute! Duell ist schön, aber unnütz. Dankeschön. Schon wieder verloren. Zwei waren noch da. So. Gut, damit haben wir noch zwei Gegner. Und hier schon wieder 1 Million Truppen, wie ich das sehe. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Schön. Dann, das Vorratslager ist voll, my lord. Die 1. Mein Bogen ist euer. Ihr seid die 2. Ein weiter Weg. Das Vorratslager ist schon wieder voll. Ach, das Vorratslager. Oh, ho, 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 ho. Das sind glaube ich auch noch die ganzen Ressourcen, die wir jetzt von dem Getöteten erplündert haben. Die ja, natürlich jetzt hier arg den Rahmen belegen. Ihr habt nicht genügend Güter. Eben hat er sich noch beschwert, dass ich zu viele Güter habe. Jetzt habe ich nicht genügend Güter. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Sie auch nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So oder nicht? Habe ich das Maximum an Ihr könnt das nicht dort platzieren. Das Maximum an Vorratslagern erreicht. Okay. Ihr die nächsten 100. So. Weiter Weg. Das ist krass, wie viel Truppen man jetzt plötzlich produziert. Ein weiter Weg. Jetzt bin ich in der Position hier unendlich. Kann ich die Kontrolle, kann ich sagen, hier, da, so, hier, so? Nee, geht nicht, schade. What new? Ich muss da zuerst rüber. Okay, dann fällt der zuerst. Was ich mich jetzt an solchen Stellen frage, kann ich? Ah ja, schon selbst beantwortet. Ich kann nicht meinen Fluss mit seinem Fluss, also diesen Burggraben, den ich bauen kann, kann ich nicht verbinden mit dem Fluss, der ja, hier erlangt fließt. So, ihr seid die 1. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr seid die 2. Und ich würde sagen, da ist der Feind. So. Und ich würde sagen, so ein allgemeines, diese Struktur darf weggehen. Bereit. Könnt ihr hier so schädigen, wie so? Da so? Eine Nachricht von Vasir. Ja. Angreifen. Es sind so viele.
sieht nicht wirklich gut aus. Also macht's. Sind die auf aggressiv gestellt? Ja, mach. Mal ganz kurz die Bogenschützen hier ein bisschen aussortieren, damit hier mal ein bisschen mehr Ruhe herrscht. Die Nerven nämlich. Seid ihr durch? Weiß seid ihr durch. Oh, noch nicht. Ja. Weg! Nervt. Da ist der Feind. Kann ich hier hoch? Kann ich hier? Ich kann hier hoch. Geil! Mal gucken, ob das noch funktioniert. Ob ich da auch wirklich hochkomme. Ich bin gespannt. In Bewegung. Rücken auf. Eine Nachricht vom Marschall. Na, schade. Wäre das lustig gewesen, wenn das funktioniert hätte. So, hier sind noch Bogenschützen, die gehen dürfen. Und hier sind noch Bogenschützen, die gehen dürfen. So, die 1 greift hier an. Also, Leute, wenn ihr nichts zu tun habt, macht Strukturen kaputt. Hier, guck mal, ihr seid aggressiv. Auch so eine Sache, weißt du, wenn die laufen rum, greifen alles von alleine an, aber mal hier selbstständig zu denken, so, ey, cool, ich hab Platz. Das sind gegnerische Gebäude, die kann ich angreifen. Nee. Nee, das ist zu viel Arbeit. Natürlich. Zu viel Aufwand. Womit kann ich dienen? Eine Nachricht von Basil. Lasst meine Burg in Frieden, Elender. Meine Güte. Ich komme da nicht hoch? Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Eine Nachricht von Vasir. Wir sind schwach, aber weit. Wieso komme ich da nicht hoch? Oh, ich kann rauszoomen? Cool. Eine schädliche Aufwand. Okay. Eine Nachricht von Vasir. Ja, wir haben es geschafft. Ich sollte nicht sterben. Oh Gott, was eine. Nein! Was eine dumme Mission! Hallo! Wie lächerlich ist das denn? Mal ganz ehrlich. Wie lächerlich. Weißt du? Wenn du vergleichst mit der anderen Situation, mit dem anderen Versuch. Und jetzt der einzige Unterschied, der wirklich vermutlich einzige entscheidende Unterschied ist, dass ich als allererstes dieses eine Camp oben zerstört habe. Und sonst jedes andere dieser Camps hätte dazu geführt, dass ich vermutlich mal ran worden wäre weiterhin. Und weil ich dieses eine zerstört habe, war die ganze Mission einfach. Ist fraglich, ob das extrem schwierig bedeutet, aber hey, lassen wir es mal so stehen. Weiter geht's, wir sind bei den besten Freunden. Das kann nicht nach, was? Wieso kämpfe ich mit Vasir? Ich möchte nicht mit Vasir, dem Schrecklichen, zusammenkämpfen. Okay, die Map sieht auf jeden Fall sehr... Das ist fair. Das ist fair. Ich habe 9000, die haben 120.000. Na, das sind zwei Nullen Unterschied. Die haben aber mal eiskalt das 13-fache meines Geldes. Geil. Geil, geil, geil. 12-fache. Schön. Schön, schön, schön. Gut. Wir haben 4 Gegner. Einer kann von hier aus garantiert... Komm, wir gucken uns jetzt einfach in Ruhe auf der Map an und dann endet die Folge, nachdem wir uns das hier angeguckt haben. So, wir haben... Das sind wir. Das hier ist Vasir, der Schreckliche, der natürlich schön einzeln steht und ganz viel Spaß... Der hat so einfach. Wem gehört denn das? Vasir. Dann haben wir ihn hier. Sheriff von Nottingham. Ist das sein richtiges? Ist das nur ein Spawncamp oder ist das ein richtiges? Ist nur scheinbar ein Spawn, genau, ist ein Spawncamp, okay. Okay, also, wenn ich das richtig sehe, heißt das, wir müssen, wir können diesmal nicht Übergänge verteidigen, sondern wir müssen jetzt eine richtige eigene Verteidigung bauen. Wieso haben die alle schon wieder und ich nicht? Also wir müssen jetzt hier so einen Kreis bauen, einen eigenen. Da wir nicht in der Lage sind, die Übergänge vernünftig zu verteidigen. Also das... Ich könnte hier zubauen. Hier komme ich vermutlich... Vermutlich kann ich hier nicht zubauen, weil ich nicht hinkomme. Hier könnte ich versuchen zuzubauen. Und dann müsste ich hier... Also ich kann es versuchen, die Übergänge zu machen. Das werden wir aber beim nächsten Mal erst machen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.